Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir den Bürgermeister getroffen von Midgar, und ja, der hat uns geholfen, uns hier ein bisschen so einzuschleusen und uns ein bisschen hier so voranzutreiben im Shinra-Gebäude. Und ja, wir können jetzt, glaube ich, in den 64. Stock, oder sind wir schon? Ja, in dem 64. Stock. Und ja, wir können schon theoretisch weitermachen, aber hier gibt es natürlich wieder ein paar Arena-Kämpfe. Und ich würde sagen, die machen wir dann noch in diesem Part. Und hoffentlich, ich will halt eigentlich in diesem Part alles schaffen, wenn es geht. Aber es sieht nach viel aus. Deswegen machen wir halt jetzt einfach ganz schnell. Ich nehme jetzt mal einfach an, dass genau wie im Kolosseum damals. Ich muss einmal mit Cloud und den Rest jeweils mal einmal. Oh, guck mal. Ich habe schon gewusst, dass, ja, okay, den kann ich aber nicht analysieren, weil ich glaube, ich nicht Analyse ausgerüstet habe. Ja, da macht es jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Aber geht das von alleine irgendwann weg? Ja, ist hier da am Balken. So, was machen wir denn hier? Erstmal das hier wieder. Kann ja nicht schaden, ne? Analysieren kann ich dich jetzt noch nicht. Muss ich erst. Oh mein Gott, echt schon wieder. Ich bin bereit. Aber ich muss ja mit allen drei Charakteren machen, also kann ich ja dann gleich nachholen. Wie ich ihn einfach nicht schocken kann. Und ich sehe jetzt auch nicht, gegen was der anfällig ist oder so, ne? Ich will jetzt aber mal raten, Blitz werden jetzt nicht so ein. Bist du schockanfällig? Okay. Oh mein Gott. Dann greife ich dich eben so an. So. Oh mein Gott, kann ich mal aufhören mit jedem einzelnen Schlag? Hey, das gibt's jetzt einfach nicht. Oh mein Gott. Alter. Ja, sowieso MP und so zurück, ne? So, Kontakt, so, und geschockt. So, jetzt irgendwas starkes Ende mit Schrecken, macht doch viel Schaden, ne? Komm her. Na ja, super. Aber nicht so viel. Das Ganze sicher jetzt nicht Beschwörungen einsetzen. Für die paar P noch. Konter, ja. Volle Konzentration. Verschwende. Nein, nein. Na, komm her. Oh. Hey, das gibt's nicht. Der ist auch im Kontermodus hier. Weißt du, ich tue hier eine ganze Barrikade von Angriffen auf den niederprasseln, ne? Und er gibt mir so einen Stich und ich falle um wie ein Stein, ne? Oh mein Gott. Was ist das? Lächerlich so, ey. Ins Gesicht. So. Bitte hat die nächste Stufe erreicht. Cool. Okay, er hat schon nervig angefangen. So, geil werde ich. So, Phantom wirksam Feuer habe ich nicht, ne? Oder hatte ich das? Ich weiß auch gar nicht. Ist auch schon wieder so ein nerviger Gegner. Ich bin bereit. Das wird so nicht. So, erst einmal wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange das anhält, aber ich meine, das hält den ganzen Kampf an, oder? Oh, was? So, dann tun wir uns mal ein bisschen mehr vorbereiten hier, würde ich sagen. Ach ja, ich kann ihn ja mit Heilmagie angreifen, ne? Wo bist du? Würde es, der teleportiert sich die ganze Zeit mal weg, also.
So, komm her. Verarschung. So, jetzt komm her. Vitaga, auf dich. Du hast fast gar nichts abgezogen, Mann. Hey. Gegner sind mir manchmal etwas zu krass. Warte mal, ich kann nur alle einsetzen. Wer hat auch auf den gegangen, ne? Meine Nachbarin dreht schon wieder vollkommen durch, ey. Nee, nicht Chess. Ich glaube den nicht. Was war hier? Wird so oder so lang dauern. Der Kampf, meine ich. Meine MP sind schon wieder weg, sehe ich gerade. Ne, wer hat, mach was. Oh mein Gott. Ich hab doch geblockt, ey. Willst du mich eigentlich? Ich habe doch volle Mühe, ich habe nichts anderes außer R1 gedrückt. Alter. Manchmal sind die Gegner ja aber echt unnötig nervig, finde ich. Oh mein Gott, ich bin schon wieder leicht tot, sehe ich. Ah, ich kann keine Gegenstände einsetzen, stimmt. Bin ich tot. Warte mal. Nee, Geist. Die Sog wird, glaube ich, nichts bringen. Ne? Ist ja untot, das Viech. Ja, du bist so oder so tot. Entweder durch Limit oder durch Leviathan. So. Jetzt soll ich mir meine HP vielleicht aufbewahren. Meine MP, meine ich. Oh, du. Helle Gigante. 9. Da kann ich doch irgendwie packen, ne? So, erstmal machen wir das hier, weil das hält eine ganze Weile. Bist du anfällig? Feuer habe ich nicht. Okay, das ist jetzt nicht so schwierig. Ist ja ein relativ früher Gegner, den ich schon begegnet bin, ne? Dann machen wir mal hier Geistzug. Das ist geil, glaube ich. Nein. Ja, eine Eisaura sollte ich vielleicht wieder einsetzen. Eisaura. Da macht mehr Schaden als meine physischen Angriffe, sehe ich gerade. Okay, wenn ich jetzt einfach von ihm wegbleibe, geht das schon. Oh Mann. Oh, was? Ich glaube, meine Eisaura hat mich gerade gerettet, oder? Nein. So. Ende mit Schrecken. Macht viel Schaden, bitte. Egal, wow, das hat viel Schaden gemacht und nächste Stufe erreicht. Cool, ja, wer bist du? Rang 3 Soldat. Da hält ja gar nichts aus. Eisaura. Ich
heile mich ja gleich hoch nach dem Kampf. Also da kommt mit was richtig übel in gleich. Ich meine jetzt Klingenstrahl, was machst du jetzt? Macht aber ordentlich Schaden. Aua. Okay. Ich hätte doch lieber Regener. Konter. Ja, ist ja wohl einfach. Okay, der war einfach. So einfach. So, letzter Gegner, du schon wieder. Ich bin bereit. So. Ist ja auch nicht so schwierig. Ich fand die anderen Viecher sehr schwieriger. So. Mal wieder Regener. Ich würde jetzt schon gerne Blitzraum so einsetzen, aber ich brauche meine MP. Ich noch mal versuchen, die Sägeblätter kaputt zu machen. Ich muss mir die MP aufbewahren, ne? Wegen Heilzauber. Konter. Eisaura. Kann sogar kritisch Schaden machen. Wart. So, Klingenstrahl. Ich glaube, das macht ordentlich Schaden. Oh ja. Wow. Weiß der Kampf schon wieder so einfach. Ja, war viel schwieriger. Einer war viel schwieriger. Ein anderes Sägeblatt mache ich auch noch kaputt, ja. Klingenstrahl. Wow. Ins Gesicht. Ja, wo kommt es jetzt noch mal? Ja, und jetzt alle Sägeblätter kaputt. Wir sind zu blocken, hat die nächste Stufe erreicht. Cool. Und ein Machina am Reif. Und damit China, Machina, Machina am Reif. Der Charakter aus Type Zero Days Machina, also nehme ich mal an Machina. So, ich würde sagen, die beiden tun wir jetzt mal überspringen. Die mache ich dann offscreen, wenn hat. Ich nehme jetzt mal an, das sind wieder genau die gleichen Gegner halt, ne? Und ja, mit uns hat jetzt nicht nur zweimal angucken, gehe ich jetzt schon mal zum nächsten Dingen, und zwar Zweier-Team. Nehmen wir Cloud und Tifa, weil Tifa hat, glaube ich, Analyse. Nehmen wir gleich das Dreier-Team. Und was seid ihr denn? Zare Käfer. Okay. Ein Moment. Was ist das denn hier? Wäre eine Menge FP vielleicht. Ja, sieht so aus. Okay, alle erledigt. Das war einfach. Okay. So, Blitz und Co. Oh, nee, ich habe noch nichts. Ah ja, Tifa hat jetzt die Blöde schon. Beschwören, warum beschwören? Ne? Ey, warum kommen im Einzelkampf so knallharte Gegner und hier kommen irgendwie voll die Schlappschwänze? Ja, ich glaube, der wollte sich gerade in die Luft jagen, ne? Ich habe da Selbstzerstörung oder irgendwie sowas gelesen. Okay, ich mach mir Schaden.
Psychogenese. Nicht vergessen, ich kann jetzt auch tiefer steuern. Boom. Oh, du hast Dings. Stimmt, sie hat da jetzt so eine Fähigkeit, wo jetzt mal am Anfang des Kampfes ausgelöst werden kann, ne? Komm mal her. Da kommen wir so Gegner, die sind wieder voll nervtöten, ne? Die anderen Beine habe ich hier voll locker weg. Au, du. Lass nicht kaputt gehen, ne? Ich glaube, Tifa hat zwar wieder beleben, aber trotzdem. Oh, was zum... Jetzt reicht's hier. In die Fresse, mein Gott. Ist doch nicht... Oh mein Gott, er ist doch schon tot. Ah. Bonk. So. Next idea. Ist immer noch einfach als Einzelkampf, finde ich. Ja, es hat noch kommt, ne? Warte mal hier alles. Nicht genehm Charaktere. So, ich mach mal von hier aus einen Klängenstrahl. Dann werde ich euch ja wohl alle so ein bisschen treffen, ne? Jawohl. Ja, weitere Gegner, das ist so eine geile Kombi, ne? Oh nee, nicht die Viecher, ey. Na komm her. Na, beide sind hier reingelaufen, cool. Ins Gesicht. So, oh, da war schon. Ja, vierter Kampf, ne? Hi. So, euch kann ich kontern einfach. Glaube ich. Tifa bleibt bei mir. Konter. Aha, Eis wird mich beschützen. Was machst du jetzt? Oh mein Gott. Dann komme ich euch eben auch. So. Alles klar. Ja, und dann, wenn ich natürlich auf euch zukomme, dann kommt ihr und greift mich an. Ich habe ehrlich gesagt schon genug von Kolosseum kämpfen. Ich bin gerade bei Tales of Vesperia dran, 200 Mann kämpfe uns zu machen. Ey, das ist voll nervtötend, ey. Voll mit Carol, weil die ganze Zeit wie eine Strohpuppe durch die Gegend gehauen wird, ey. Ich absolut nichts machen kann, ich soll ich mal anschauen, ey. Wirklich eine Minute lang irgendwie nur in Zauberangriffen hier gefangen, ja, kotzt mich so an. Nein, nicht treten. Oh mein Gott, ey. Okay, fertig, hier. Darunter. Oh. Ja, damit werde ich nicht treffen. Hier, Blitzgar, zeig mal. Boom. Was hat Flächenangriff auch? Auf jeden Fall ein bisschen schockanfällig gemacht. So, in die Fresse. Natürlich kommt jetzt ja kein Gegner zum Analysieren, ne? Wofür ich Tifa hier extra mitgenommen habe. Oh, schon wieder. Dann fast die gleichen Gegner wie im Dings, ey. Zangas Lehre aktiviert. Ah, cool. Ja, sie hat jetzt zum 3 Angriff, ne?
mach mal den hier. Und ich werde dich wahrscheinlich sowieso nicht treffen, aber ja, vor allem, wenn du jetzt hier abhaust. Mal ehrlich, bleib hier. Muss gegen nichts anfällig. Geh auf ihn los. Oh mein Gott. So. Gut, komm her. Warum muss denn auch immer in die Luft drin sein? Hey! Warum ist Tifa fast tot? Kaviga, okay. Noch nicht irgendwie einen Angriff gesehen. Damit werde ich sowieso. Ja, super, danke. Oh, ich habe sogar getroffen, gut. Aber was jetzt mit Beschwörungen? Jetzt kann ich mal Beschwörung gebrauchen. Ey. Danke. So ist schon die ganze Zeit hier. Shiva. Na komm. Ist eigentlich egal. Jetzt mal stehen bleiben würde, wäre noch gut. Ey. Oh nein, der absorbiert Eis. Ich glaube, der absorbiert Eis. Ne? Ich habe gerade grüne Zahlen gesehen. Das gefällt mir nicht. Warte mal, tut er auch meine Eisaura hier absorbieren, oder? Aber irgendwie sehe ich da jetzt nichts an Schaden. So, das ist übrigens sehr gefährlich mit den seinen Gabiga. Bin ich nicht doll. Aha. Den aber auch nicht anders. Hier habt ihr gar schon anfällig, bitte. Das hat den geheilt. Hier steht, der Kampf kann es den Finstermoos wechseln, indem es sämtlich markiert tagen. Ja, super. Wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge dann sagst mir jetzt erst, ey. Ich würde ja gerne eine Menge Schaden anrichten, aber der haut ja die ganze Zeit ab. Ich komme nicht daran, den. Oh nee, das heißt ja gleich. Shiva tut den voll hochheim mit ihrer Ultimate hier. Ja. Ist schon, was ich meine. Oh, ich habe keine Dings mehr, keine MP. Was mache ich denn jetzt? Ist nur so ein blöder kleiner Vogel, ey. Ich glaube, jeder teilt den jetzt, ey. Komm, mach Schaden. Komm. Hey, willst du mich auf den Arm nehmen? 7000 habt den hat jetzt geheilt. Ey, Junge. Oh mein Gott, bleib doch hier. Oh, warum sind alle Sachen, die ich jetzt hier am Zocken bin, immer so nervig, ey? Na, wie soll ich den treffen? Ah! Oh. Hat geschockt, komm. Der Kampf muss da nicht so schwierig sein, geil. Ich treffe den damit nicht, das gibt's nicht. Ja, und wir sind tiefer ist gleich weg. Tiefer, ja, wie soll ich den denn treffen? Er ist an ihrem Boden. Na, komm her, mein Gott. Der Delfinschlag. In die Fresse, hau den kaputt. Ja, das macht eine Menge Schaden. Boom. Oh, was? Der hat gerade 10.000 abgezogen. Okay. Mein Gott, die Kämpfe waren nervig, aber... irgendwie geschafft kommen. Daher schaffen wir jetzt auch noch Gil Boost. Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Materie, die uns erlaubt, mehr Gil einzukassieren.
EP-Boost, das wäre doch cool. Ja, welche drei nehme ich denn? Ja, wie war's mit die drei, die ich habe? So, da kommt nur ein so ein Viech, ey. Marco, Junges, okay. Lange nicht die Mami auch noch kommt. Kein Ding. Aber ja. Was war das denn schon wieder? So, keine taktischen Informationen. Feintechnik erlernbar. Oh, cool. Da steht zwar Feintechnik. Ja, aber habe ich die auch schon gelernt? Das weiß ich nicht, ne? Mir fällt gerade ein. Um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Aufschrei, kann ich das lernen? Aber du bist nicht der Mensch, ne? Oh nein, das sind diese Viecher, die sich klonen. Oh. Was bist du anfällig? Ging gar nichts geil. Okay. Na, Geistessog kann ich von denen lernen. Naja, was habe ich ja schon. Ach so, ja, die sind Schockdings. Geht nur sehr schnell vorbei, ne? So, Klingstrahl, keine Ahnung. Einfach drauf, einfach drauf. Mach den Platz. Sehr gut. Tut sich aber jetzt nicht mehr klonen, ne? Was hat du machst? Boah. Aber wir haben den gar keinen Schaden gemacht gerade. Okay, cool. Das muss man nur halt original erlegen. Okay. Na, zwei Kämpfe schon mal geschafft. Ah, wer seid ihr? Ja, du bist auch schon beim Kolosseum, glaube ich, ne? Oh Gott, der hat einen Bossbalken. Dann gehen wir mal auf, oh Gott, auf Nummer sicher. Alle Regener, Leute. Aha. Da kann ich erstmal euch alle erledigen, bevor ihr mich auseinander brezelt hier. Ja, ich würde gerne mal auf die losgehen, aber der eine greift mich hier die ganze Zeit an. Okay, Barrett. Brauchst ein bisschen Heilung, ne? Ich sehe. Er geblieben. Du auch. Was? Du, komm her. Limit. Ja, warum nicht, ne? Komm her. Schlitz, 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 dich. Und nach oben zieh. Und das. Anfällig. Schnappt ihn euch, wenn der am Boden liegt. So, es hat alles drauf, was ihr habt. Nicht selbst, weiß ich nicht. Klingstrahl. Los, alles, was ihr habt. Alter. Mach mal Schaden. Ich will öfter so strategisch spielen. Und er ist gleich weg. Oh Gott. Oh, ich bin so. Angriffsmodus. So. Ich hau deine Beinköpfe aus dem
Ach, ich hau deine beiden Köpfe kaputt. Ich habe sie kaputt gehauen. Ja, wäre der dritte Kampf, ne? Das war auch nervig, glaube ich. Großer Sauger. So. Oh nee, das ist nicht gut. Oh nee, tiefer auch, ehrlich. Finde ich jetzt gerade nicht lustig. So, was sollen wir jetzt machen? Kann ich geheilt werden? Bird ist nicht verstummt, aber man kann nichts machen. Aber läuft ja irgendwann ab, ne? Hoffentlich überleben wir so lange. Oh Gott. So, du bist anfällig gegen Blitz, super. Oh, du hast Blitz, cool. Mach den alle. Onk. So, Barrett, du brauchst sowieso keine Magie, keine MP. Gut gemacht. Warte mal, der explodiert doch. Pass auf, Leute. Pass auf. Okay. Jetzt beginnt gleich der Kampf. Oh, du bist dieser Hubschrauber. Oh nee. Seltene Gegenstände. Plattenschutzreif. Oder hätte ich vielleicht mal darauf achten sollen. Plattenschutzreif. Haben wir den nicht schon? Ich weiß nicht. Ja, sehr gut. Nichts getroffen. So, gleich Spielchen, Regen auf alle. Blub. Dann gehen wir erstmal auf den anderen, bitte. Au! Dadurch wollen wir mal meine Eisaura einsetzen. Ne? Bist du anfällig gegen Blitz? Okay. Du. Mach Schaden, bitte. Nö, nicht so viel. Aber was war da gerade los? Lass mich mal. Diese riesige Explosion im Hintergrund. So, dann machen wir den hier. Alles endet hier und jetzt. Nee. Doch, getroffen. So, nee, warte. Machen wir so. Ich brauche meine Dinger. Da reden wir gleich schon mal. Eine macht jetzt auch nicht so viel Schwierigkeiten, finde ich. So. Alles klar. Wieder der andere. Super. Kann ich den anderen bitte anvisieren? Danke. Ne, krieg ich nicht. Dann mach ich dich hier. Ja, so läuft das ungefähr im Kolosseum mit Carol ab. Ein Zauber nach dem anderen. Nee. So, dann machen wir. Nee, ich glaube, ich will lieber beschwören. So. Halt dich nicht zurück. Ja, quer, eigentlich der Part wäre so lange. Ich habe daneben gehauen. Geh auf den Weg. Nein, triff den doch. Okay, warte, ich tu meine Abrissbirne nachladen und dann gehen wir auf den. Ja, das war eigentlich viel einfacher, als ich gedacht hätte. Himmelschlag. Stehe ich nicht, ey. Na, warte. Oh, ich habe keine Dings. Nein, falsche Person. Einfach dadurch, Barrett. Nein, reicht nicht. Na, boah, Junge. Alter,
So. Okay. Okay, das war jetzt nicht so schwierig, finde ich jetzt. Ich fand die anderen irgendwie schwieriger als das hier. Aber gut, abgeschlossen. Und EP-Boost. Gucken wir uns nächstes Mal an, was das ist. Und dann würde ich sagen, ich beende mal hier. Die anderen beiden Sachen, die mache ich dann offscreen und ja, und was das für diesen Part. Nächstes Mal können wir dann weiterhin das Story machen. Ne? Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn dann, lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.